Es geht nicht um mich, es geht auch nicht um den Trainer oder einen anderen Spieler. Es geht um Hertha BSC. Ja? Das ist wichtig. Das muss auch jeder verinnerlichen. Ja? Und dafür muss er halt jetzt die letzten Wochen und in jedem Spiel alles dafür geben. Ja? Es wird vielleicht wieder Rückschläge geben, aber wir müssen gucken, dass wir jetzt am Wochenende schon mal ein Zeichen setzen. Und ein Zeichen heißt auch, Punkte zu holen, egal wie und egal wie es aussieht. Ja? Und das ist die Marschrichtung auch für diese Woche. Liebe Herthanerinnen und Herthaner, es gibt einen neuen Wochenrückblick für euch. Auch diesmal präsentiert von 94.3 RS2. Und ich halte mich heute mal kurz. Denn um was es geht, wie brisant die Lage ist, wie viel auf dem Spiel steht, ja, das brauche ich euch alles nicht zu erzählen. Was ich euch aber erzählen kann, ist, was in dieser Woche alles auf dem Olympiagelände passiert ist. Und so sah das dann aus. Bitteschön. Von guten Trainingseinheiten berichtet Coach Taifun Korkut schon seit Wochen. Und auch das Auftakttraining am Dienstagmorgen vereinte Tugenden, die einen Trainer zufriedenstellen dürften. Lautstarke Kommunikation, hohe Intensität, Laufbereitschaft. Doch jetzt müssen die guten Leistungen unter der Woche auch endlich beim Punktspiel am Wochenende gezeigt werden. Die Mannschaft muss jetzt liefern, das bestätigte auch Geschäftsführer Sport Fredi Bobic. Das hat uns alle selbst erschrocken. Der Samstag, ja, nicht in der Niederlage, sondern die Art und Weise der Niederlage. Und die Dinge wurden auch klar besprochen. Und am Ende des Tages ist klar, dass die Mannschaft weiß, sie muss am Wochenende punkten. Noch enger zusammenrücken. Das ist das Motto abseits des rollenden Balles. Das Motto mit dem Ball an diesem Dienstag. Flanken, schießen, Tore machen. Dabei konnte Alexander Schwolo erstmals wieder nach auskurierter Corona-Infektion mitwirken. Prince Boateng musste hingegen mit muskulären Problemen aussetzen. René Jahrstein und Kilian Nsona befinden sich weiterhin im Aufbau. So ackerten 4 Torhüter und 22 Feldspieler auf dem Rasen. Jeder Einzelne auf dem Olympiagelände und ganz besonders Mannschaft und Trainerteam wissen, dass man jetzt schnell zählbare Erfolge braucht und endlich liefern muss. Für den Verein und für die Fans. Es ist klar, die Punkte stehen da. Die Tabellensituation ist eben bewusst. Ja, die ist sehr gefährlich. Und sie weiß selber, dass sie liefern müssen, dass wir, und auch der Trainer weiß auch, dass wir am Wochenende punkten müssen. Ja, das ist unausweichlich natürlich, aber es ist klar, dass er das auch weiß. Ja, ja, und, aber sie arbeiten und da müssen sie eine Wagenburg-Mentalität miteinander hinbekommen, auch jetzt in dieser Woche. Die gesamte Medienrunde mit Fredi Bobic könnt ihr auf unserer Plattform unter tv.herthabsc.com noch einmal nachschauen. Ja, um seine absolute Topleistung auf den Platz zu bringen, bedarf es mehr als nur den rollenden Ball. Niemand weiß das besser als unser Athletiktrainer Henrik Kuchno, der seit 2009 bei uns im Verein tätig ist. Und Sportpsychologin Selina Koch, die im vergangenen Sommer frisch zu unserem Hauptstadtclub wechselte. Beide waren in dieser Woche zu Gast bei Recki und Manne im Hertha On Air Podcast. In 3 Ausgaben wollen Sie die Themenschwerpunkte Trainingsarbeit, Ernährung und das Thema Sportpsychologie den Zuhörern näher bringen. Ja, gerade in solch sportlich wie gesellschaftlich herausfordernden Zeiten wie aktuell kann die Kraft der Psychologie dabei helfen, Drucksituationen zu meistern oder mentale Stärke und Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Die erste von 3 Folgen könnt ihr ab sofort auf dem Portal eures Vertrauens hören. Für alle, die es lieber lesen und nicht hören wollen, gibt es alle Informationen und viele Tipps rund um Trainingsinhalte, Sportpsychologie oder auch die richtige Ernährung unter www.machdichhertha.de. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die richtige Balance von allem zeigt aktuell Turbine Potsdam. Einzug in das DFB-Pokal-Halbfinale und in der Liga auf Platz 5 stehend und in Reichweite der Champions-League-Plätze. Läuft. Anlässlich des Weltfrauentags in dieser Woche und unserer jüngst gefestigten Kooperationspartnerschaft haben wir die Elf von Coach und Ex-Herthaner Sofian Schaheit bei ihrem Spiel am vergangenen Wochenende ein bisschen näher kennenlernen dürfen. Ausgestattet mit 1-2 GoPros haben sie uns nicht nur beim Abschlusstraining, sondern auch bei ihrer Auswärtsfahrt samt Spiel
Spiel gegen die SGS Essen Schönebeck mitgenommen. Spannende Einblicke inklusive. Ja, und die Mädels erwischten einen Sahnetag. Durch die Tore von Dina Orschmann, Karen Holmgard, Sophie Weidauer und einen Doppelpack von Top-Torjägerin Celina Sterci hieß es am Ende 5:0. Mit dem 5:0 Auswärtserfolg in Essen hat man nun ein 9-Punkte-Polster auf den 6-Platzierten aus Leverkusen und lediglich einen Punkt Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Gerade mit dem 5:0 Auswärtserfolg dürfte Coach Sofia Chahed wohl doch mehr als zufrieden sein, oder? Eigentlich ja. Aber wer dabei war, hat gesehen, dass wir 2 Elfmeter verschossen haben, dass wir viele Chancen haben liegen lassen. Insofern glaube ich, ja, wäre auch ein 2-stelliger Sieg möglich gewesen. Die Einstellung der Mädels hat definitiv gestimmt, aber die Torabschlussquote leider nicht. Gegen den Tabellennachbarn aus Leverkusen geht es Mitte April jetzt auch noch im DFB-Pokal-Halbfinale um den Einzug in das im Kölner Rhein-Energie-Stadion stattfindende Finale. Ein machbares Los? Definitiv. Also wir haben es uns auch gewünscht, weil die definitiv einfacher als die Bayern und Wolfsburg sind. Insofern aber, wenn man den Pokal gewinnen möchte, muss man gegen jede Mannschaft gewinnen. Wir dürfen jetzt nicht denken, wir sind schon im Finale, um Gottes Willen. Sondern in Leverkusen, habe ich gerade schon gesagt, haben wir verloren. Insofern gilt es da, die Zügel zu zügeln, sage ich mal, und anzuziehen. Und dass wir da definitiv ins Finale kommen, das ist definitiv ein Ziel von uns, ja. Bevor es aber zum heißen Tanz im DFB-Pokal kommt, geht es für die Turbinen an diesem Wochenende aber erst einmal zum aktuell 10-platzierten SV Werder Bremen. Die Rollenverteilung dürfte also klar sein. Ja, als klarer Favorit müssen wir unsere Rolle auch erstmal bestätigen, vor allem in den ersten Minuten, um was mitzunehmen. Die Bremer haben jetzt 1:1 in Leverkusen gespielt, sage ich mal, wo wir quasi auch im, ich glaube, das zweite Saisonspiel war es, wo wir verloren haben, das zweite oder dritte. Und insofern sind wir gewarnt, weil die quasi so ein bisschen im Aufwind sind. Klar sind wir der klare Favorit, aber wir müssen es ab der ersten Sekunde wieder souverän angehen und dürfen da keinen Zweifel aufkommen lassen. Einiges los also bei Turbine Potsdam. Für alle bevorstehenden Aufgaben wünschen wir natürlich viel Erfolg. Und wenn ihr jetzt die Mädels noch ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann schaut euch hier auf unseren Kanälen den Road to Matchday Vlog vom vergangenen Wochenende in voller Länge nochmal an. Viel Spaß! Für unsere Profis geht es am Samstag zum Flutlichtspiel nach Gladbach. Eine Partie mit enormer Brisanz. Beide Mannschaften spielen aktuell weit unter ihrem Leistungsniveau und gehen beide mit einer Niederlage im Rücken in dieses Duell. Am vergangenen Wochenende verlor Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart bereits zum 12. Mal in dieser Saison und das trotz einer vielversprechenden 2:0-Führung. Aktuell sind es damit schon mehr Niederlagen als in der kompletten letzten Spielzeit. Die Probleme liegen dabei weniger in der Offensive, die mit Breel Embolo, Alasson Plea oder Marcus Thuram hochkarätig besetzt ist. Gerade Plea findet in den letzten Spielen wieder zurück zur aufsteigenden Form. Der Franzose war in den letzten 5 Bundesligaspielen an 6 Toren direkt beteiligt und hatte einen echten Lauf. Die Achillesferse der Borussia sind hingegen die zu vielen Gegentreffer. Die Elf von Coach Adi Hütter hat in dieser Bundesliga-Saison bereits 51 Gegentore kassiert. Mehr waren es bei den Fohlen nach 25 Spieltagen nur vor 10 Jahren. Das liegt allerdings nicht an Torhüter Jan Sommer, der ligaweit auf Platz 2 der gehaltenen Torschüsse liegt und ein großer Rückhalt ist. Die fest installierte Dreierkette mit den 3 Innenverteidigern schafft es aktuell nicht, die nötige defensive Stabilität auszustrahlen. So Coach Adi Hütter. Am Samstagabend um 18.30 Uhr zeigt sich vor allem, welche Mannschaft über die besseren Nerven verfügt, um dem Ergebnisdruck und der brisanten Lage Herr zu werden. Zwei Mannschaften, die nicht in ihrem besten Moment sind jetzt. Und wir werden einfach versuchen, dass wir dann an dem Tag die bessere Mannschaft sind. Und versuchen, unser eigenes Spiel dann wieder auch ihnen aufzudrücken, ihnen auch ein Stück weit wenig Luft zu lassen in den Momenten, in denen wir dann auch verteidigen. Weil die Qualität ist da.
Die Qualität haben sie. Und ich vertraue trotzdem unseren Jungs auch, dass sie sich da wehren werden und wir dann auch den Weg Richtung Tor suchen werden. Ja, da kommt was auf uns zu im Borussia Park, gerade auch offensiv. Nur der FC Bayern hat in dieser Saison öfter aufs Tor geschossen als Borussia Mönchengladbach. 375 Mal schossen die Fohlen aufs gegnerische Gehäuse. Daraus resultierten bereits 34 Treffer. Am Samstagabend gibt es auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Unser Eigengewächs Luca Netz wechselte zu Saisonbeginn von der Spree an den Niederrhein. Wie das Spiel ausgehen wird, das wissen wir natürlich aktuell noch nicht. Aber wenn man mal auf das Torverhältnis schaut, dann dürfte es wohl ein torreiches Spiel werden. Denn nach Fürth haben Gladbach und wir die meisten Gegentreffer schlucken müssen. Das war zumindest auf blau-weißer Seite im Jahr 2019 nicht der Fall. Damals stand die Null. Ein Spiel und seine Geschichte. Und nun, liebe Freunde, hört gut zu, es war einmal. Das Jahr 2019, 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga und unsere alte Dame zu Gast im Borussia-Park. Ausverkauftes Haus und die Gladbacher mit einer ungeschlagenen Serie von 12 Heimsiegen in Folge im Rücken. Hertha-Coach Pal Dardai nahm nach der 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen den FC Bayern im DFB-Pokal 4 Änderungen vor. Torunariga, Klünter, Lustenberger und Davy Selke ersetzten Lazaro, Plattenhardt, Schjelbred und Ibisevic. Und die Hereinnahme von Davy Selke sollte sich als Glücksgriff herausstellen. Dazu aber später mehr. Den besseren Start erwischten aber erst einmal die extrem heimstarken Gladbacher, die sich in Person von Lazaro und Alasson Plea dem Tor gefährlich annäherten. Die Hertha brauchte etwas, um offensiv auf Touren zu kommen. Nach einer halben Stunde war es ein schneller Konter, der überraschend für die Führung sorgte. Marco Grujic fand Kalou, der Elvedi ins Leere schickte und abgezockt links unten einschoss. 1:0. Mit der knappen Führung ging es dann auch in die Halbzeit. Und nach dem Seitenwechsel, ja, da machte die Hertha da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatte. Aus einer stabilen Defensive heraus sorgte ein erneuter Gegenstoß für das zweite Tor des Tages. 56. Minute und dann ging es flott. Davy Selke im Duell mit Ginter schneller und mit herausragendem Blick für André Duda, der das Leder nur noch über die Linie drücken musste. 2:0. Nach seiner starken Vorarbeit gehörte auch der Schlusspunkt dieser Partie Davy Selke. In der 76. Minute fand Duda mit einem Freistoß den Kopf von Selke, der gekonnt ins linke Eck einnetzte und sich somit in seinem 100. Ligaspiel für eine sehr gute Leistung belohnte. Jan Sommer war hingegen zum dritten Mal geschlagen, so häufig wie in den gesamten 9 Heimspielen zuvor. In der Schlussviertelstunde war die Hertha sogar dem 4:0 nahe, doch Selke scheiterte im 1:1 an Sommer. Das sollte seine Leistung in dieser Partie aber ganz und gar nicht schmälern. Er wurde an diesem Nachmittag zum Spieler des Spiels gekürt. Das Erfolgsrezept der Herthaner an diesem 21. Spieltag: Cleverness und Kaltschnäuzigkeit. Zwei Tugenden, die die Hertha zum ersten Sieg in Gladbach seit 2008 führten. Ja, uns ist allen bewusst, um was es da am Samstagabend geht. Wir wollen Zeichen setzen und Punkte holen, egal wie, egal mit welchen Mitteln, egal mit welcher Art und Weise. Aber über eine mögliche vielversprechende Art und Weise will ich aber trotzdem mit jemandem sprechen. Und zwar mit einem absoluten Fachmann. Thomas Broich ist am Samstag um 11 Uhr zu Gast in unserer Matchday-Warm-Up-Show. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Schaut euch da gerne mal vorbei und ja, vielleicht verrät er uns, wie wir die Gladbacher schlagen können. Das war's jetzt von mir. Wir sehen uns nächste Woche dann wieder. Tschüss.